Hi, ich bin Tim und heute bin ich bei den Geburtstagsfreunden. Die Iguazu Falls bestehen aus fast 300 Wasserfällen und liegt zwischen der Grenze von Brasilien und Argentinien. Von der brasilianischen Seite aus gibt es einen Panoramablick und von der argentinischen Seite aus kann man sehr, sehr nah an die ganzen Wasserfälle gehen. Ich war auf beiden Seiten gewesen, wobei mir die argentinische Seite deutlich besser gefallen hat, weil der Park hier deutlich größer ist. Spannend war gewesen, um von der brasilianischen auf die argentinische Seite zu kommen. Ich war da in Foz do Iguaçu und bin mit dem öffentlichen Bus rübergefahren. Und als ich an der brasilianischen Grenze gewesen bin, um den Stempel zu bekommen, ist der Bus einfach weitergefahren. Und auf dem Ticket habe ich gesehen, dass in erst einer Stunde wieder von derselben Busfirma einer kommt. Das heißt, ich habe dann den Daumen hochgestreckt und bin dann per Anhalter zur argentinischen Grenze. Und dort habe ich dann auch wieder gewartet. Und dann hat mich komischerweise ein anderer Bus mitgenommen, der eigentlich auch von Brasilien war. Und dann bin ich eben angekommen. Weiter geht's nach Paraguay.